In diesem Video möchte ich eine Frage beantworten, die mir per E-Mail zugeschickt wurde. Hier geht es um eine Aufgabe zur Vierpoltheorie, in der so ein klassischer Pi-Vierpol gegeben ist, weil die Elemente so ein bisschen wie bei den Buchstaben Pi angeordnet sind. Und als Ansatz steht hier schon mal da, um die beiden gesuchten Vierpolparameter A11 und G12 zu bestimmen. Die Definitionsgleichung der A-Parameter mit den Größen am Eingang, die Größen am Ausgang verknüpfen über diese vier Vierpolparameter, in denen eben auch hier das gesuchte A11 auftaucht. Und dann steht eben da, dieser gesuchte Vierpolparameter A11 ergibt sich eben aus der Spannung U1 durch die Spannung U2 unter der Bedingung, dass der Strom I2 hier 0 wird in dieser Gleichung und damit das A12 keine Rolle spielt. Und das Gleiche kann man halt auch für das G12 machen. Bestimmungsgleichung für die G-Parameter, die eben die Ströme mit den Spannungen verknüpfen über die G-Parameter. Und dann ergibt sich eben der hier gesuchte Vierpolparameter G12 aus I1 durch U2. Das steht hier unter der Bedingung, dass das U1 gleich 0 wird, damit eben dann das G11 in der Formel erstmal keine Rolle spielt. Und die Frage ist jetzt, wie geht man weiter vor? Fangen wir mal hier oben an und zeichnen mal diese Bedingung, dass I2 gleich 0 ist hier ein. Also der Strom I2, der wäre ja hier am Ausgang. Und wenn der jetzt eben gleich 0 ist, dann ist dieser Ausgang offen. Das heißt, hier kann kein Strom rausfließen. Das ist sozusagen eine Bedingung, würde ich das mal hier nennen. Das ist eine Bedingung, die gegeben sein muss, damit diese Gleichung erfüllt wird. So, und jetzt kann man sich für diese beiden Sachen hier vorne typischerweise zwei Sachen ausdenken. Das eine muss eine Ursache sein und das andere muss eine Wirkung sein. Und wenn diese beiden Zahlen hier gleich sind, dann ist es egal, was Ursache und Wirkung ist. Wenn diese beiden Zahlen unterschiedlich sind, dann kann die Ursache nicht da sein, wo die Bedingung ist. Also das heißt, das hier muss die Ursache werden. Das ist eine Ursache und Ursache ist sozusagen das gleiche wie eine Quelle. Und das hier ist eine Wirkung. Die Wirkung, die von dieser Quelle ausgeht. So, und diese Quelle U1, die zeichne ich jetzt mal hier oben dran. Das ist die Ursache, die Quelle U1. Und jetzt schauen wir uns eben an, welche Wirkung geht denn von dieser Quelle hier aus. Also das ist eben die Ursache. Ich schreibe mal nun U dran. Und das ist die Wirkung W. So, und damit kann man jetzt weitermachen. Ich mache mal hinten weiter, wo ein bisschen Platz ist. Und schreibe mal ist gleich. Und jetzt ist der Trick oder die Idee, diese Ursache hier, die schreiben wir einfach ab. Also die wird einfach abgeschrieben. Und die Wirkung, die von dieser Ursache ausgeht, die versuchen wir jetzt eben durch diese Ursache zu schreiben. Also das U2 irgendwie durch U1 zu ersetzen. Und jetzt kann man natürlich hier oben auf diese Gleichung oder auf diese Schaltung scharf draufschauen und sagen, okay, das sieht doch, also die Spannung U1, die fällt natürlich auch hier über diesen Widerstand ab. Das ist sowas wie eine Gesamtspannung, die hier an diesem Spannungsteil aufgeteilt wird. Das schreit schon nach Spannungsteilerregel. Die muss man jetzt natürlich an dieser Stelle können und dann kann man sagen, okay, die Teilspannung ist so groß wie dieser Teilwiderstand, der Widerstand R3 durch den Gesamtwiderstand R2 plus R3 mal die Gesamtspannung und die Gesamtspannung ist die Spannung U1. Und jetzt haben wir hier oben und unterhalb des Bruchstriches U1 zu stehen, können das einmal wegkürzen. Das ist sozusagen das Ziel, alle Ströme, alle Spannungen durcheinander zu ersetzen, sodass man die wegkürzen kann, sodass nur Widerstände oder nur Bauelemente von dieser Schaltung überbleiben. Und dann drehe ich diesen Doppelbruch rum, dann steht da R2 plus R3 durch R3. Und jetzt kann man die Werte der Bauelemente einsetzen. 2 Ohm plus 3 Ohm laut dem Schaltbild da oben sind 5 Ohm und 5 Ohm durch 3 Ohm sind 5 Drittel und die Ohms kann man noch wegkürzen. So, und dann ist das der gesuchte Vierpolparameter A11. Und das gleiche kann man jetzt auch hier unten machen. Jetzt nehme ich für hier einfach mal eine andere Farbe.
Und zwar rot. Das hier ist auch wieder die Bedingung. Und wir haben uns gemerkt, da wo die Bedingung ist, da kann nicht die Quelle sein, da kann nicht die Ursache sein. Das heißt, das I1, das muss die Wirkung sein. Und das U2, das kriege ich jetzt nicht mehr drunter geschrieben, das ist die Quelle. Also das heißt, in dem Fall, ich mache jetzt das Blaue hier oben nicht weg, sondern kläre einfach drüber. Wir stellen uns vor, hier hinten ist eine Quelle angeschlossen, eine Quelle U2. Das ist die Quelle, die Ursache. Und jetzt schauen wir uns an den Strom I1, der von dieser Quelle ausgeht. Das ist der Strom I1 hier vorne am Anfang dieses Vierpols unter der Bedingung, dass die Spannung U1 0 ist. Und was heißt das, dass die Spannung U1 0 ist? Das heißt, dass hier vorne an diesem Vierpol ein Kurzschluss ist. Und jetzt kann man schon sehen, okay, wenn hier vorne ein Kurzschluss ist, dann wird dieser Widerstand hier in dem Fall keine Rolle spielen, weil durch den wird ja kein Strom durchfließen, weil der gesamte Strom dann lieber durch den Kurzschluss fließt. So, und jetzt machen wir den gleichen Trick wie eben. Ich mache jetzt einfach nochmal hier ein Ist-Gleich hin. Wir schreiben die Quelle ab. Wir schreiben die Quelle einfach ab und versuchen jetzt die Wirkung durch diese Quelle auszudrücken. Und jetzt muss man so ein bisschen auf diese Schaltung drauf schauen. Also wie gesagt, diesen Widerstand können wir uns wegdenken, der ist kurz geschlossen. Jetzt macht diese Quelle U2, die macht hier erstmal ein Strom I2. Der fließt durch diese Parallelschaltung dieser beiden Widerstände. Und das ist ja dann für diese beiden Widerstände sowas wie ein Gesamtstrom, der sich hier aufteilt in den Strom I1. Und das heißt, wir könnten das jetzt so rechnen, dass wir sagen, wir rechnen erstmal den Strom I2 aus der Quelle durch diesen Gesamtwiderstand. Der Gesamtwiderstand ist die Parallelschaltung dieser beiden Widerstände und dann nehmen wir Stromteilerregel dazu, um diesen Teilstrom auszurechnen. Wenn man jetzt hier noch eine Minute länger ein bisschen scharf drauf schaut, stellt man fest, okay, diese Spannung U2, die liegt ja auch hier über diesem Widerstand an. Das ist auch U2. Und dadurch, dass das ja hier vorn kurz geschlossen ist, liegt über diesem Widerstand hier auch die Spannung U2 an. Und durch diesen Widerstand suchen wir ja auch den Strom. Das heißt, I ist U durch R, das heißt für den Strom I1, der hier eigentlich steht, und hier steht I1, für den Strom I1 kann ich auch einfach schreiben U2 durch R2. Und noch mit einem Minus davor, weil der Strom und die Spannung ja in umgekehrte Richtung zeigen. So, und dann kann man genau das gleiche machen wie eben. Die beiden Spannungen einfach wegkürzen. Das ist auch wieder das Ziel, das so umzuschreiben, dass da zwei gleiche Spannungen oder zwei gleiche Ströme stehen, die man wegkürzen kann, sodass da nur Widerstände oder eben nur Bauelementparameter dieser Schaltung überbleiben. In diesem Fall minus 1 durch R2 und dann kann man R2 wieder einsetzen und kommt da minus 1,5 Siemens oder eben minus 0,5 Siemens raus. Und das ist dann der gesuchte zweite Vierpol-Parameter G12 für diese Schaltung. Und auf genau die gleiche Art und Weise könnte man jetzt auch noch alle anderen Vierpol-Parameter ausrechnen, wenn man wollte.